Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bioshock Infinite. Wir stehen hier vor dem nächsten Riss und Liz steht auch vom Riss, gewiss. Aha, okay. Sollen wir uns erstmal versuchen umzugucken, bevor wir uns jetzt dem Riss nähern? Wir haben ja in der letzten Folge einiges rausgefunden wieder. Dass der arme Prophet scheinbar nicht in der Lage ist, Nachfolger zu zeugen. Ich hab Geld gefunden. Ja, gib doch her. Aber natürlich. Dankeschön. Firma dankt. So, den Phonograph, den machen wir mal aus. So wie es aussieht. Ich möchte da jetzt nicht, aber ich glaube, wir müssen einfach, ne? Ach nee, wir können ja den Riss manuell öffnen. Stimmt ja. Ich dachte, der aktiviert sich alleine, von alleine. Muss ich die Schrotflinte nehmen? Nee. Wir bleiben weiter unseren Waffen treu. Aha, schön. Class of 1902. 1902, Entschuldigung. Filmrollen. Und irgendwie höre ich doch was. Lass mich doch mal durch. Boah, das kommt aus dem Riss und ich habe da nicht wirklich jetzt unbedingt so das Verlangen, wenn uns natürlich auch die Neugierde packt und wir natürlich den Riss öffnen werden. Gut, Liz, komm mal mit. Okay, dann öffnen wir mal den Riss. Aber Sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Wow. Auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ah ja. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Merkst du selbst, ne Mausi? Ich höre mir mal hier das Audiolog an, ne? Also wir alle natürlich. Wer ist das? Ah, Cunningham. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern. Gestern Morgen. Rupert, Sie sind seit 7 Tagen tot. Also, ist das Geschwisterpärchen jetzt etwa ein... Also, die reden doch von einem Geschwisterpärchen, oder? Ich kriege das auch nicht ganz so mit. Ich bin auch ein bisschen schwer von KP. Du willst wieder daher hin? Okay, wir folgen den Fußspuren. Was haben wir hier drin? Okay, müssen wir jetzt... Finde den letzten Riss. Ja, natürlich. Was? Wie? Hä? Aber ich sollte doch hier runter, hä? Bist du dumm? Sag mal. Die gute Frau trollt uns. Aber wir gehen natürlich hier wieder mal ein bisschen auf Erkundungstour. Wie es sich gehört, lasst mich los. Warum habe ich hier einen Frachthaken? Und hier waren wir doch schon. Was? Wer? Hör mal auf damit. Wer schießt denn da? Ey, aufhören! Ach, du schießt. Hör mal bitte auf. So. Ernsthaft? Wie viel hältst du aus? Alter. Ich habe das jetzt irgendwie nicht ganz realisiert, dass wir angegriffen werden. Ich war hier noch eigentlich im Entdeckermodus. Und nicht im Erschießermodus. Ach, guck an. Ja, ich mach her. Sieht einfach aus. Ja, es ist auch einfach. Ich wollte halt nur nicht angeben. Deswegen mach du fertig. Das mal. Dankeschön. Aber hier waren wir doch... Oh, hier war jemand nicht gerade Fan von... Von... der Lady?
Was haben wir hier? Dringende Fürsorge. Verringert die Verzögerung beim Wiederaufladen eines Schildes um eine Sekunde. Ja. Und vielleicht? Beim Töten mit einer Kräftefalle besteht dann 70% der Waffe, wenn jetzt mal sekundenlang ein Geist auf der Verbündeter wird. Verringert die Verzögerung. Okay, erhöht die Wiederaufladerate von Schildung 2. Legen wir mal an. Okay. Gut, was haben wir noch Schönes? Aha. Okay, hier hat jemand... Ach, ein Boxophon. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Vor allen Männern sah der Sergeant mich an und sagte, in ihrem Stammbaum gibt es ein, zwei Tippis, oder, Junge? Diese Lüge, dieser Rufmord hat mich von da an stets verfolgt. Von diesem Tag an nannte mich keiner mehr seinen Kameraden. Erst als ich die Tippis mit den Squaws darin niederbrannte, betrachteten sie mich als ihresgleichen. Nur Blut kann Blut tilgen. Na, du bist so ekelhaft und widerlich und bah, hinterhältig und misstückisch. Oh. Miststückig. Ich kann ihn irgendwie aus bestimmten Gründen nicht wirklich leiden. Ich weiß nicht, ob man mir das anmerkt. Was? Ach, wir müssen doch hier lang. Guck an. Da sind wir einfach mal einen anderen Weg gegangen. Jetzt möchte ich aber trotzdem nicht blind... Ach, guck mal hier. Hätten wir das nicht genommen, hätten wir keine Salze gehabt. Womit hätten wir dann gewürzt, ja? Oh ja, ich weiß. Super schlecht. Ja, komm, dann gehen wir mal den nächsten Riss finden. Und irgendwie wäre jetzt Heilung nicht schlecht, irgendwie. Aha. Finde den letzten Riss. Geh doch mal aus dem Weg, Mensch. Mutti. Hier, gut aufheben. Okay. Was soll ich aufheben? Ey, gib mir mal lieber Heilung. Ach, guck mal an, da hinten haben wir es ja. Nein. Ich lerne das auch nochmal, dass man mit Rechtsklick Krähenhilfbronk. Nee, will ich aber nicht. Das war ja falsch. Gesundheitskit. So. Okay, mehr brauche ich nicht. Salze habe ich auch voll. Nee, habe ich nicht voll. Munition für Karabiner. Können wir immer mal wieder nach. Und dann Präzisionsgewehr. Nehmen wir auch mal ein bisschen. So, und was ist das für hier? So, Schadensboost. Panzerfaust. Panzerfaust. Salbengeschütz. Wir sehen doch hier, meine Güte. Nee, Feuerratenboost von des Präzisionsgewehrs. Die Feuerrate. Brauche ich das? Nee, brauche ich nicht. Verringert den Rückstoß. Ah ja, das ist gut. Verringert den Rückstoß des Präzisionsgewehrs um 50%. Das ist doch mal was. Okay, schnelleres Nachladen. Weniger Rückstoß des Karabiners. Was? Ich habe da gar keinen großartigen Rückstoß gemerkt, aber... Also jetzt kein... Also definitiv nicht so wie beim Präzisionsgewehr. Schadensboost, bla bla bla, bla bla bla, mal gucken. Na? Haben wir noch irgendwie was Schmackhaftes? Nein, haben wir nicht. Das dürfte aber jetzt auch erstmal reichen. Ja, wer... Come stop, ich, Okay. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange das hier noch dauern wird. Ich meine, wir haben jetzt schon etliches herausgefunden und etliches auch hinter uns gebracht. Ich würde mal sagen, es geht nicht hier rein. Ach, geht es jetzt wieder zu dem Grab von der guten alten Dame? Da wollen wir mal hin. Wow. Ich mag diese Geisterscheiße nicht. Ganz ehrlich, sorry, wenn ich das jetzt so
in einem Jargon, der nicht unbedingt kindergerecht ist, betone, aber ich mag das einfach nicht. Hier waren wir doch schon, ne? Verschlossen. Hier war ich noch nicht. Mal schauen. Bitte. Du kleines Biest, du, hä? Mach einen auf unscheinbar hier, hör mal. Nein, du bist doch kein Biest. Okay. Ich gucke, ich halte natürlich Ausschau auf weitere Boxe für uns. Auf weitere Audiologs. Da bin ich jetzt sehr, sehr scharf nach. Mal ein Lockpick. Aber irgendwie... Langweilst du dich? Entschuldigung. Ich komme ja schon. Hier ist... geht's hier. Das sah so aus, als... Finde den letzten Riss. Ja, will ich ja. Ach, der ist doch da unten, sicher? Ja gut, wenn hier tatsächlich der letzte Riss sein soll. Was? Hä? Aber hier waren wir doch schon. Hier. Hier hat doch unsere Reise nach den Rissen angefangen. Sag nicht, ich habe den ersten Riss verpasst. Ernsthaft? Nein, haben wir nicht. Wir haben den ersten Riss nicht verpasst. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Okay. Wo bist du? Nüss! Wie machst du das mal? Fertig. Oh, Kost. Ja, nur Rechnung ist scheiße. Wow. Okay. Oh. Ach. Wie nennt man das? Was? Lutetze? Sagt man das Lutetze oder Lutetze? Keine Ahnung. Lutetze. Ich sag mal Lutetze. Okay. Audiolog. Ich will da nicht rein. Wow. Wieder diese Maschinerien, die wir schon bei der Rettung von... Ich muss mir eben kurz kratzen. Bei der... Was? Was war das? Die wir schon bei der Rettung von Elizabeth, diesen komischen, übergroßen Labor da gesehen haben. Wow. Leute, was habt ihr hier gemacht? Okay, wir brauchen ja nicht unbedingt den Riss öffnen, aber irgendwie... Wow. Wow, was ist hier los? Ich gucke hier noch nach... Ich suche noch nach Audiologs. Und bevor wir jetzt hier den Riss öffnen... Ach, guck mal an. Ja, als hätte ich es nicht gewusst. Nee, als hätte ich es gewusst. Nicht, hätte ich nicht. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Okay, Rosalinda Lutetze. Irgendwie sagte mir das so gut wie gar nichts. Aber wahrscheinlich bin ich auch nur ein bisschen zu blöde. Oder einfach nur viel zu platt. Weil ich bin jetzt hier auch schon in der dritten, vierten, fünften... Nee, ich meine vierten Aufnahme. Dieser Session. Und muss gleich noch Minecraft aufnehmen. Und das bei akutem Schlafmangel und leeren Magen. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Mir geht's schlecht. Was? War das jetzt ein bisschen zu übersteuert? Entschuldigung. Ach, noch ein Boxophon. Comstock hat unsere Vorrichtung sabotiert. Doch wir sind nicht tot. Theorie. Wir sind über den Möglichkeitsraum verteilt. Aber mein Bruder und ich sind zusammen. Und so bin ich zufrieden. Er aber nicht. Die Sache mit dem Mädchen bleibt ungelöst. Aber vielleicht gibt es jemanden, der sie an unserer Stelle zu Ende bringen kann. Okay. Also das ist auf jeden Fall die liebe Rosalinda Lutetze, die uns mit ihrem Bruder immer schöne Ratschläge gegeben hat.
schön oder toll oder wie auch immer. Gut, ich denke mal, wir gehen jetzt. Gut. Geeint auf. Aha. Auf 7. Okay, das sieht hier sehr creepy aus. Ja, warte doch. Renn doch nicht so weit runter, so schnell runter. Wir wollen erstmal gucken. Was? Okay. Hier ist es definitiv. Gut, dann wollen wir mal runter. Wo kommst du mal, Elizabeth? Oh, du bist aber auch am Trödeln, ey. Mann, Mann, Mann. Okay. Du Hure! Was? Das ist meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Ah. Madame Lutess? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Okay. Ich verstehe nicht, wie es... Warum schicken uns die Zwillinge auf die Suche nach drei Wahrheiten? Waren die Risse verbunden durch ein Quantenfeld? Oder waren sie... Elizabeth, sie wollten, dass du sie verstehst. Wer? Du meinst meine... Oh. Hä? Okay, komm. Okay, es heißt also Lutess und nicht Lutetze. Ja, das weiß ich doch nicht. Okay, kriegen wir jetzt endlich mal eine Antwort? Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Ihr habt jetzt aber nicht, das ist jetzt... Das ist euer Kind, aber nicht aus den Experimenten? Oder ist das nur ein Vorwand, um eure Inzestgelüste irgendwie... Okay, Entschuldigung, Leute, ich zurück zur Seriosität. Inzest! Ach, komm. Gib mal her. So. So, Comstocks Haus zurück. Ich würde mal sagen. Ja. Ist ja egal, wo wir lang gehen. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht irgendwie auf weitere Gegner treffen. Weil da hätte ich jetzt weniger Lust drauf. Ja gut, müssen wir ja halt, ne? Aber hier war doch auch... Na ja, egal, gehen wir mal zurück. Na, komm schon. Oh. Okay, wow, ernsthaft? Hast du mich jetzt eben... Lauf weiter. Das ist doch nicht wahr. Lass mich los, verdammt. Wir müssen hier rein, ist klar, ne? Nein, müssen wir nicht. Getötete Lady Comstock. Die Lutesses. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker... Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Okay, aber ich würde jetzt gerne mal wissen, wer oder was genau sie ist. Was ist sie denn? Ist sie jetzt ein Testprodukt von den Lutesses? Ja, bin dabei. Also dann mal los. Das ist nicht meine Mutter. Wo bist du? Du auch nicht. Aber er hat euch beide getötet. Wegen mir. Ich weiß, du hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Ich habe Geld gefunden. Hier. Ernsthaft? Findest du das nicht ein bisschen... Oh nein. Ernsthaft? Oh Mann. Wow. Sie ist da drüben.
Sache eigentlich. Ich auch mal den anderen. Wo bist du denn? Was? Ah, ich hab keine Mühe mehr. Das ist schlecht. Wo ist sie? Ah, schön, dass es noch ein bisschen dauert. Wo bist du? Ich habe keine Muni mehr. Ich habe doch gerade eben noch Muni geholt. Aufstehen. Ich will, ich kann nicht. Das ist jetzt wieder so ein... Ach, guck an. Gib her. Schadensboost. Panzerfaust, Magazinvergrößerung. Nein, gib doch mal ein bisschen was Vernünftiges. Vielleicht sollte ich mal... Gibt es hier irgendwie andere Waffen? Was sind Sie lieber? Tödlich oder tot? Weder noch. Warte mal, guck mal das her. So, die Burst Gun. Okay. Die Burst Gun sieht eigentlich vernünftig aus. Nein! Okay. Panzerfaust. Panzerfaust. Ich weiß gar nicht, was eine Burst Gun ist. Also, wie das hier jetzt. Präzisionsgewehr. Was? Erhöht die Feuerrate. Ja, gut. So, was war das hier? Maschinengewehr? Revolver. Burstgun-Schaden. Aha, okay. Den nehmen wir mal. Ja, danke. Okay, du bist also rot. Nachladezeit Schießeisens. Was war das? Panzerfaust. Schrotflinte. Feuerhagel. Ich gucke gerade mal kurz. Salvengeschütz und Burstgun-Schaden. Mhm, okay. Und was gibt es noch? Feuerhagel, Schaden, mehr Muni. Hier, mehr Muni. Nein, doch. War doch richtig. So. Ja, klar. Nehmen an. Streuungsboost. Feuerhagel. Okay, ich denke mal, hier haben wir alles. So. Ich mach das wirklich nicht extra. Obwohl, Moment mal. Okay, da haben wir schon. Was ist hier? Okay, Gesundheitskit. Okay, Salze können wir auch. Munition für Karabiner, für Burst. Für Burst Gun. Okay. Gut. Vielleicht kommen wir jetzt... Wow! Hab ich mich erschrocken. Okay, wo ist denn die Liebe? Okay, man muss los. Wo ist jetzt... Hört mal auf. Ich muss jetzt die Liebe auf Comstock suchen. Wisst ihr gerne, wo die ist? Ach, guck an, hier ist sie. Ein bisschen. Okay, irgendwie, ist der mit dem Ei? Ist das jetzt ein Bo? Okay. Ja. Los! Okay. Ist denn jetzt ein Hingebiet? Leute, ernsthaft? Okay, irgendwie ist die Burst Gun jetzt doch nicht so, wie ich es mir erhofft habe, vielleicht. Okay. Oh ja, sehr gerne. Hallo, wo ist denn die Perle da? Da ist sie doch. Wow. Hier die auch noch nicht. Die nimmt ja irgendwie gar keinen Schaden. Kann das sein, oder? Gut.
Oh, ich hab leichte Probleme. Los! Schon dabei! Ja, gibt doch keiner. Okay, das war gut. Ja, mach mich mal lebendig. So, und bevor ich jetzt... So. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, diesen Kampf, den tragen wir erst in der nächsten Folge aus. Ja, liebe Leute, so langsam aber sicher scheint sich der Schleier des Geheimnisses zu lüften. Wobei ich noch lange entfernt bin von einer absoluten Antwort. Was wir wohl wissen ist, dass Elizabeth nicht die Tochter ist von Comstock und dass das Geschwisterpärchen, die Lutez, wie es richtig heißt, ja, die geistigen Erfinder sind. Ist das jetzt ein Produkt? Ich verstehe das jetzt nicht wirklich. Naja gut, okay. Das werden wir hoffentlich gemeinsam rausfinden, wenn ich diesen ekelhaften, Kampf gegen Lady Comstock jetzt endlich mal hinter mir bringen kann. Und naja gut, wie gesagt, das alles erst in der nächsten Folge. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss.